Mein Name ist Nies Blechschmidt und ich repräsentiere die Konmoto Consulting Group und ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter. Wir haben zum ersten Mal vor 7 Jahren teilgenommen mit dem ersten Maintenance-Gipfel in Montreux, wenn ich richtig mich erinnere. Und wir haben sehr gute Erfahrungen mit Marcus Evans gesammelt über die Jahre, was auch der Grund ist, warum wir immer wieder gerne kommen. Und Marcus Evans ist für uns ein sehr guter Kongress, eine sehr gute Veranstaltung, wo wir viele unserer neuen Kunden auch kennengelernt haben. Der Grund, warum wir immer wieder zurückkommen, ist die sehr gute Organisation, die Interaktionsmöglichkeiten mit potenziellen Kunden, der Mix aus Vorträgen, aber natürlich für uns ganz, ganz entscheidend die Vier-Augen-Gespräche, wo wir, sag ich mal, mit unseren Kunden gut in erste Gespräche kommen, die wir dann in Folgegesprächen bei unseren Kunden, potenziellen neuen Kunden vor Ort dann auch sehr gut erhärten können. Wird uns mit Sicherheit 2 bis 3 Monate benötigen, bis wir vergleichbare Gespräche über Kontaktanfragen beziehungsweise dann auch vertiefende Gespräche vor Ort finden könnten. Und es ist natürlich mit einem Zusatzaufwand verbunden, mit Reisetätigkeiten, mit Rechercheaufwänden, sodass wir die Aufwendungen für uns vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dass die durchaus gerechtfertigt sind. Bei 20 Gesprächen haben wir zwischen 3 bis 5 Aufträge, die wir daraus generieren. Ja, das dauert natürlich auch anschließend nochmal ein paar Monate, ja, bis zu einem Jahr, aber das ist durchaus eine sehr gute Erfolgsquote. Und es sind auch viele, viele Kunden dabei, die wir immer wieder auch treffen und die dann im Laufe der Zeit zu uns dann doch stoßen werden. Ja, also wir gehen auch auf andere Veranstaltungen, Instandhaltungskongresse zum Beispiel oder Produktionskongresse. Da ist, sag jetzt mal, die Gesprächsatmosphäre auch gut. Wir platzieren da auch die ein oder anderen Fachvorträge, aber die Interaktion mit unseren Kunden ist nicht so gut möglich wie mit diesen Vier-Augen-Gesprächen, wie es hier bei Marcus Evans möglich ist. Andere Wettbewerber bieten ähnliche Kontaktmöglichkeiten, auch über Roundtable-Gespräche, aber da ist es auch nicht so gut möglich, wirklich in einen vertiefenden Kontakt zu kommen. Und deswegen favorisieren wir Marcus Evans hier an der Stelle auch sehr stark. Offene Atmosphäre, gute Gespräche, insgesamt eine sehr, sehr professionelle Organisation.